Schmittendorf, Colli Wiesia, herzlich willkommen in unserem Eisenbahnmagazin. Anfang Mai 2015 absolvierte die aus dem Frankfurter Feldbahnmuseum stammende Dampflok Dekavil Dimitrias einen gelungenen Gastauftritt auf der polnischen Schmalspureisenbahn in Żnin. Hier einige besondere Szenen. Beim Maifest 2015 der Żniner Kreisbahn waren die Dekavil-Dampflok von Rüdiger Fach aus Frankfurt am Main und die Ohrenstein- und Koppeldampflok von Daniel Bär aus Thüringen unter den Ehrengästen. Am 2. Mai beschlossen beide Lokführer spontan, an der Ausweichstelle Schmalspurmuseum Venezia beide Züge zur Doppeltraktion zusammenzukoppeln. So gab es die Chance zu den folgenden Aufnahmen. Bei der Ankunft des Zuges verzog sich leider der Bauer in die Tiefen seines Feldes, sodass er nicht zusammen mit den Loks aufgenommen werden konnte. Doch auch so gab es schöne Aufnahmen. Rückkehr zum BW Żnin. Die Dekavil-Lok durch die großen Fensterscheiben des Wagens zu beobachten, war schöner als Breitband-TV. Am folgenden Tag erfüllte sich Rüdiger Fach einen Sonderwunsch. Starfotos vor dem alten Lokschuppen der Żniner Kreisbahn. Präzise wie bei all seinen Aktionen gab Rüdiger Anweisungen zur perfekten Positionierung der Lok. Sag mal, wenn Sie in der Mitte stehen. Ja, 2 Meter, 1 Meter, 50.
50. Auf Waggon liegen da. Selbst auf die. Wenn ich nachher steuere. Ein schöner Gastauftritt, der sich hoffentlich bald mal wiederholt. Herzlichen Dank für das Interesse. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.